Da berichten wir hier bei Klicks noch immer wieder über riesige Fortschritte, doch die zivile Raumfahrt steht vor einem herben Rückschlag. Noch 7 Jahre läuft die Finanzierung der Raumstation ISS, dann wird sie kontrolliert abstürzen. Vielleicht wird ihre Mission noch mal etwas verlängert, aber spätestens in 11 Jahren ist Schluss. Die ISS ist dann einfach zu alt. Was danach in Sachen Raumfahrt Sache sein wird, ist ungewiss. Die Ideen für Nachfolgeprojekte sind mehr als gigantisch, doch sie sind eher unkonkret bisher. Welche Nation künftig sicherlich weit im Weltall vorne mit dabei sein wird, welche Projekte realisiert werden und alles weitere jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Nur noch wenige Jahre, dann wird die Raumstation ISS kontrolliert abstürzen. Ihre Finanzierung läuft noch bis 2024. 4 Jahre später laufen die Betriebserlaubnisse ihrer Komponenten aus Europa ab. Und auch der Aufwand, die in die Jahre gekommene Raumstation zu warten, ist dann einfach viel zu groß. Also wird sie wohl am Tag X größtenteils in der Atmosphäre verglühen. Im besten Fall werden dabei lediglich ein paar Brocken in den Indischen Ozean stürzen. Und das wird dann wohl das Letzte sein, was wir hier auf der Erde von ihr mitbekommen werden. Für diesen Tag X gibt es schon jetzt konkrete Ablaufpläne, doch was danach in Sachen Raumfahrt kommt, das ist dagegen mehr als unklar. Die Verantwortlichen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sind sich bewusst darüber, dass Nachfolgeprojekte für die ISS nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft werden können und so rechnet dort niemand damit, niemand, dass man in 3 Jahren fertige Projekte präsentieren könnte, denn das müsste der Fall sein, würde man ein Anschlussprojekt anschieben wollen. Doch auch wenn das Projekt ISS in naher Zukunft abgeschlossen sein wird, kann man daraus etwas mitnehmen. Erfahrung und Wissen zum Beispiel aus den knapp 20 Jahren, die Raumfahrtmanager für die Organisation und den Betrieb ihres Babys mittlerweile zugange sind. Wenn die Verantwortlichen jetzt über neue Kooperationen und Projekte nachdenken, wissen sie, dass sie bestimmte Dinge tunlichst vermeiden sollten. Die ISS zum Beispiel war zu der Zeit in ihrer Entstehung nicht wirklich als eine Wissenschaftsstation gedacht, sondern tatsächlich eher eine reine Machtdemonstration von Seiten des Westens. Dementsprechend auch ihr Steckbrief, der Innenraum so groß wie ein Jumbojet, ihre Fläche vergleichbar mit einem Fußballfeld und gigantische 420 Tonnen schwer. Was erst einmal beeindruckend klingt, ist für ihren eigentlichen Zweck eher von Nachteil, denn das alles macht sie unflexibel, groß und unfassbar teuer. Ihre ganze Organisation nahm ordentlich Zeit in Anspruch. Viele Dinge wurden zu bürokratisch angegangen, viel zu langsam und schwerfällig wurden aufgrund der Konflikte zwischen den beteiligten Partnern auf der Erde wichtige Entscheidungen getroffen. Bis Experimente tatsächlich durchgeführt werden konnten, vergingen zum Teil 7 und mehr Jahre. Auch wenn man sagen muss, dass sich diese starren Vorgaben im Laufe der Zeit etwas gelockert haben. Im Mai 2018 wird ja beispielsweise der deutsche Astronaut Alexander Gerst starten. Die Experimente stehen aktuell noch nicht endgültig fest, fast spontan also. Bei zukünftigen Projekten wäre sicherlich mehr Flexibilität wünschenswert, umsetzbar, beispielsweise dadurch, dass weniger Partner mit an Bord sind. Im Großen und Ganzen ist die Zukunft aber noch mehr als unkonkret. Doch in den Köpfen der Raumfahrtmanager raucht es. Die ESA zum Beispiel hat überlegt, ihr Forschungsmodul Columbus durch die Erdumlaufbahn schweben zu lassen. Bei Bedarf würde es aktiviert und könnte Astronautinnen und Astronauten aufnehmen. Und die ISS-Partner haben sich Anfang des Jahres auf Eckpunkte geeinigt, und zwar einer Raumstation in einer Umlaufbahn um den Mond. 2023 sollen erste Logistikflüge stattfinden und alle würden profitieren, so die Wunschvorstellung. Jeder der internationalen Partner könnte sich bei einem solchen Projekt auf seine Stärken konzentrieren. Forschungsmodule kämen aus Europa und Japan, eine Luftschleuse aus Russland und ein Roboterarm aus Kanada. Die NASA wiederum könnte im Vorfeld ihrer Mars-Mission erforschen, wie das Leben und die Arbeit derart tief im All ablaufen kann. Der Schwerpunkt der Forschung läge bei dem angedachten Projekt auf dem Mond selbst. Alltägliche Forschung in der Schwerelosigkeit bleibt dann aller Voraussicht nach wohl eher auf der Strecke. Denn für 2 Raumstationen ist einfach kein Geld da. Denn die Finanzierung für die Forschung im niedrigen Erdorbit ist nicht zu unterschätzen, so die Raumfahrtexperten und Expertinnen. Und an dieser Stelle treten private Unternehmen jetzt auf die Bildfläche. Startups wie Axiom versprechen bemannte Raumstationen und das zu geringen Kosten. Der Plan, ein etwa 9 Meter langes Modul mit eigenem Antrieb, soll erst an die ISS andocken, später dann aber alleine klarkommen. Wenn staatliche Raumfahrer dort forschen wollen, ist das möglich, allerdings nur gegen Bezahlung. Doch die Miete sei deutlich geringer als der Unterhalt einer
eigenen Station. Axiom, übrigens gegründet von einem langjährigen NASA-Manager, will so zudem an Weltraumtouristen und an industrieller Forschung Geld verdienen. Und die Ideen gehen noch weiter. Mittlerweile gibt es auch einen Vertrag darüber, dass die Firma im Weltall sogar Waren produziert mit Hilfe eines 3D-Druckers. Und auch andere Privatmenschen haben Visionen, beispielsweise aufblasbare Module, die platzsparend ins All transportiert werden und erst dort dann aufgeblasen werden. Seit 2016 hängt bereits ein erster Prototyp an der ISS. Es geht also weiter, doch zumindest eine Unterbrechung scheint unvermeidbar. Anders sieht es dagegen bei den Chinesen aus. 2018 wollen sie Tianhe 1 ins All schicken, ein 18 Meter langes Modul als Herzstück einer eigenen Raumstation, das dann in den Folgejahren um 2 weitere Einheiten ergänzt wird. 2022 soll Yangon 3 dann startbereit sein. Gut möglich also, dass China im Jahr 2024 oder spätestens 2028 das einzige Land mit einer Raumstation im Orbit sein wird, sagen auch Expertinnen und Experten. Und China ist sich darüber bewusst. 2016 hat die Volksrepublik einen Vertrag mit den Vereinten Nationen geschlossen, in dem alle UN-Staaten ermuntert werden, auf der chinesischen Station zu forschen. Tatsächlich gibt es jetzt mehrere ESA-Astronauten und Astronautinnen, die Chinesisch lernen. Ja. Vielen Dank an Technology Review. In Zusammenarbeit mit der Redaktion dieser wirklich tollen Zeitschrift ist dieses Video entstanden und exklusiv für Klicksum-Zuschauer habe ich jetzt ein Geschenk. Ihr bekommt nämlich eine Ausgabe gratis, wenn ihr auf diesen Link klickt. Es lohnt sich, kann ich nur sagen. Technology Review ist wirklich mega spannend. Und es gibt auch gute Nachrichten zur Raumfahrt. Neues Zeitalter der Raumfahrt eingeläutet, neuer SpaceX-Rekord. Klickt drauf hier, wenn es euch interessiert. Und ansonsten, bis dann. Bleibt dran.